Und jetzt versuche ich übrigens, ich habe hier ein Pitching Wedge, versuche ich diesen Ball schön nah an die Fahne zu bekommen. Sieht gut aus. Jetzt sei die richtige Länge, Ball. Hallo, willkommen beim Golfen mit Freude. Wenn du nicht so viel Erfahrung beim Golfen hast, wenn du ein Handicap irgendwo zwischen 36 und 54 hast, dann ist dieser Kanal wirklich gut für dich. Ich werde jetzt erklären, wie ich mich zum Ziel ausrichte. Wenn es einen Bereich gibt, wo Golfer wirklich Schwierigkeiten haben, dann ist es die Ausrichtung. Ich habe jetzt einen 110 Meter Schlag zur Fahne, das ist Loch 4, hier auf dem Schlossplatz in Lüttesburg. Und ich werde jetzt erklären, wie ich mich zum Ziel ausrichte. Ich schlage vor, dass du wirklich das auch tust. Das ist so wichtig, weil nur durch eine gute Ausrichtung ist es möglich, mit einer guten Technik den Ball dahin zu bekommen, wo man hinschlagen möchte. Wenn man falsch steht, muss man falsch schwingen, um den Ball gerade zu schlagen. So langfristig gesehen sind die nächsten paar Minuten sehr wichtig für dich. So, das Erste, was du tun solltest, das hast du bestimmt schon gehört, steh hinter dem Ball und merk dir eine Linie von der Fahne zum Ball. Jetzt richte, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, richte das Blatt zur Linie aus oder zur Fahne aus. Ich kann die Linie sehen. Manche Golfer sagen sie mir, die sehen einen Punkt auf dieser Linie, nicht weit weg vom Ball, also einen Meter entfernt. Aber ich sehe einfach die Linie und dann richte ich das Blatt zum Ziel aus. Nur das ist wichtig, dass du die untere Kante, also diese Kante zum Ziel ausrichtest und nicht hier oben. Du glaubst nicht, wie oft Golfer hier schauen und nicht hier schauen. So, noch einmal. Ich richte mein Blatt dorthin aus. Jetzt, was muss ich tun? Jetzt richte ich meine Füße zum Blatt aus, damit es einen Rechtwinkel gibt. Ich schaue jetzt, dass meine Füße, Hüfte und Schulter alle parallel zueinander sind. Und jetzt stehe ich gut. Und jetzt, wenn ich den Ball nach rechts oder nach links schlage, dann weiß ich, dass es nicht an meiner Ausrichtung liegt, sondern an meinem Schwung. Und dann müsste ich zum Trainer gehen, um herauszufinden, was genau ich falsch gemacht habe, was ich falsch mache, weil meine Bälle immer nach rechts tendieren oder nach links. Aber das kannst du nur wissen, wenn du richtig ausgerichtet bist. Ich schlage auch vor, dass du dich testest. Also liegt den Schläger genau zwischen Ball und Füßen, dass er genau parallel zu der Füßlinie ist. Und gucke mal, ob du richtig ausgerichtet bist. Das ist okay, ich bin minimal links. Und wenn du merkst, dass du falsch bist, mach's wieder. Die Linie, Blatt zur Linie oder zum Zwischenziel, Füße rechtwinklig. Ich gucke, ob ich diesmal noch besser gemacht habe. Ja, das passt. So, ja, da habe ich das auch ein bisschen zu locker gemacht. Man sollte wirklich das sorgfältig tun. Und jetzt versuche ich übrigens, ich habe hier ein Pitching Wedge, versuche ich diesen Ball schön nah an die Fahne zu bekommen. Sieht gut aus. Jetzt sei die richtige Länge, Ball. Oh ja. Das ging gut. Ich habe einen Birdie-Putt. So, sehr schön, dass du hier bist. Dies wird dir helfen. Und bitte like das Video und abonniere, falls du es noch nicht gemacht hast. Und wenn du Lust auf eine Golfreise mit mir nächstes Jahr hast, dann bitte schau unter dem Video. Da habe ich was geplant. Ciao.